Der oberste Gerichtshof in Belarus hat einen ehemaligen Präsidentschaftskandidaten und Konkurrenten von Viktor Lukaschenko zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Viktor Babariko, ehemaliger Geschäftsführer einer in russischem Besitz befindlichen Bank, wurde 2 Monate vor der Wahl im August 2020 unter dem Vorwurf der Korruption, des Betruges und der Geldwäsche verhaftet. Die Vorwürfe gelten als politisch motiviert. Ich schäme mich nicht vor meiner Familie, vor den Menschen, denen ich begegnet bin, für mein Leben. Ich erinnere daran, dass mein Sohn im Gefängnis ist und sein Hauptfehler ist die Tatsache, dass er mein Sohn ist. Eine Berufung gegen das Urteil hat das Gericht ausgeschlossen. Unserem Angeklagten ist das Rechtsmittel der Berufung genommen. Das Urteil wird so bald wie möglich angefochten werden. Außerdem werden wir die Frage der Verletzung der Rechte von Viktor Babariko vor das Komitee für Menschenrechte der Vereinten Nationen bringen. Babariko konnte sich gute Chancen auf das höchste Amt in Belarus ausrechnen. Er galt als Spitzenkandidat der Opposition. Seine Verhaftung 2 Monate vor den Wahlen brachte tausende Demonstranten auf die Straßen. Lukaschenkos Wiederwahl löste Massenproteste aus, die brutal niedergeschlagen wurden. Die meisten Oppositionsführer wurden wie Babariko inhaftiert oder gingen ins Exil.